Auch in der heutigen Folge könnt ihr wieder brennende Leidenschaft von mir hier in Donkey Kong Country Tropical Freeze erwarten. Wir spielen 3-4 Feuer, Wasser, Limbo. Ja, Naturkatastrophen bleiben nach wie vor unser Thema hier in der Welt La Savanna, die so ein bisschen an Afrika angehaucht ist. Alles begann sehr idyllisch, aber dann, ja, zog ein Sturm auf, der schon die gesamte Landschaft verwüstet hat. Und offensichtlich haben die Blitze, die überall eingeschlagen sind, für ein Feuer gesorgt, das jetzt leider große Teile des Waldes und der gesamten Savanne zerstört. Nichtsdestotrotz müssen wir unseren pelzigen Hintern hier durchwurscheln. Die einzige Möglichkeit, hier gut durchzukommen, ist, ja, genügend dieser mit Wasser gefüllten Früchte oder was auch immer das ist, mit uns zu führen. Denn damit können wir zumindest kleinere Flammen löschen. Und ich möchte betonen, dass die Musik hier in diesem Level erneut astronomisch geil ist. Und ja, ich weiß, ich habe sie in meinem Original-Let's Play nicht wirklich gewürdigt. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Ich glaube, ich hatte ein bisschen zu krass nostalgische Ansprüche. Weil, ja, bei der Verpflichtung von David Wise habe ich halt erwartet, dass relativ viele Retro-Tracks geremixed werden oder generell einfach in neuem Gewand erscheinen. Was er ja auch gemacht hat, ja. Er hat so ein bisschen im Wasser-Theme Aquatic Ambience eingebaut. Er hat bei dem Level mit dem Sturm ein paar Tunes von Kingsing reingebracht. Und wir werden auch noch remixte Soundtracks hören. Also komplette. Nur war mir das scheinbar damals nicht genug. Ich weiß auch nicht. Ich habe ja gesagt, ich selbst das Checkpoint-Schwein ist angekokelt. Ich habe ja selbst gesagt, dass ich nicht 100% zufrieden mit meinem alten LP bin und deswegen war mir das jetzt sehr wichtig, in diesem Part und in diesem Level zu betonen, dass ich den Soundtrack mittlerweile übelst feiere. Vielleicht ist es aber auch so ein typischer Soundtrack, der erst nach einiger Zeit hören richtig bei einem ankommt. I don't know. Damals habe ich halt erwartet, dass mein Lieblings-Soundtrack aus Donkey Kong Country 2 hier spielt, nämlich Hothead Hop, glaube ich, heißt es auf Englisch. Also quasi die Mucke von den Vulkanleveln aus DKC 2. Da hört man auch schon raus, ich bin nicht konform mit dem Mainstream, weil der Mainstream feiert Stickerbrush Symphony. Das, glaube ich, sollten auch Leute kennen, die jetzt keine Donkey Kong Fans sind, weil Stickerbrush Symphony, ja, das ist einfach ein Track, der ist weltbekannt und wurde selbst in Smash Bros. Eingebaut, ist da auch wiederum äußerst beliebt, also das ist auch ein sehr, sehr guter Remix. Und auch hier werden wir den Track hören, sogar heute, glaube ich. Ja, doch. Also dranbleiben und gespannt sein. Das ist übrigens mein Platz 2, also nicht, dass ich den Soundtrack komplett verpöne, aber für mich persönlich ist der Vulkan-Track einfach noch besser. Oh, und wir sehen hier einen komplett neuen Bonus. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Innovation in Bonus-Leveln. Ja, wow. Boni, ja leider ein Kritikpunkt des Spiels, aber hier haben sie mal gezeigt, dass sie es auch noch können. Und dass nicht alles immer generisch sein muss. Alles klar. So, hier auf diesen Glutböden nicht zu lange verweilen, ansonsten fangen die langen Arschhaare von Donkey Spaß. Die langen Fellhaare von Donkey Kong Feuer. Und das wollen wir ja nicht. Ne, das tut weh. Jetzt gib mir doch ein paar Puzzleteile, Mensch. So, wir sind aber erst beim O. Das Level ist wohl ziemlich lang. Hier habe ich ein Puzzleteil, aber das hätten wir besser machen sollen. Ah, okay, hier ist so eine Wasserfrucht. Die hätte man vorher dahin schmeißen müssen, alles klar. Habe ich jetzt nicht erahnen können. Aber einen Treffer können wir ja tanken. Und weißt du was? Ich spiele mal kurz die Ulti und da gibt es nämlich was zu berichtigen. Und zwar habe ich von euch den Hinweis erhalten, diese goldenen Herzen sind doch besser als normale Herzen, denn sie lassen sich stacken.
Sie lassen sich tatsächlich stacken und auf diese Weise könnte man bei genug Gegnern... Oh mein Gott, wie komme ich denn da jetzt rüber? Lol. Ich habe keine Ahnung, ob da auf dem Baum links noch was gewesen ist, aber ich habe halt gesehen, dass der zusammenbricht, der rechte, mit dem O, mit dem N. Entschuldigung, N. Ich musste reagieren. Ja, also auf jeden Fall, wenn man genug Gegner mit der Ulti erwischt, kann man seine Herzen auf bis zu 8 erhöhen mit dieser Ulti. Da ich so etwas ähnlich wie die Items in Funkys Shop so gut wie nie benutze, wusste ich das nicht. Daher, sorry, aber danke für die Hinweise von euch. Ich glaube, ich wechsle mal zu Didi. Einfach, damit wir ein bisschen Variation haben. Oh nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Sagt mir jetzt nicht, ich hätte das fast gebraucht, um hier das scheiß Puzzleteil zu bekommen. Also das finde ich unfair, weil das kann man wirklich nicht wissen. Ach, warte mal. Ah, okay. Lel? Da ist nicht mal was... Oh, da ist nicht mal ein Puzzleteil drin. Ja gut, dann halt nicht. Dann nehme ich das auch zurück, dann ist es doch fair. Ja, im ersten Moment sah es halt so aus, als müsste man das Donkey Kong Fass mitnehmen, was halt übelst lächerlich gewesen wäre. Aber so ist es nicht. Ja, da in den brennenden Baumstumpf können wir rein. Ja, jetzt wird es aber eng. Ich glaube, mir fehlen noch 2 Puzzleteile, ne? Und wir haben schon das G. Ob wirklich noch 2 kommen? Ich weiß es nicht. Hier jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein Bonus, den wir schon 1000 Mal gesehen haben, leider. Aber gut. Können wir ein bisschen entspannen, denn das Level ist ja doch sehr fordernd. Man sieht es ja, denke ich. Uiuiui. So viel zu entspannen. Aber auch das finde ich halt klasse an dem Level, weil ja schon krass Druck aufgebaut wird. Was mache ich für einen Scheiß? Und generell alles abfackelt und... Ja, du hast hier so eine richtige Levelution fast schon. Noch mehr als in anderen Leveln, wie ich finde. Und der Soundtrack bringt einfach die Dramatik so richtig geil zur Geltung. Ich habe wirklich keinen Schimmer, warum ich das damals nicht appreciated habe, aber... Daher kommt jetzt hier die Korrektur. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass das hier einer der besten Tracks des Spiels ist. Ah, da auf der anderen Seite könnte noch was sein. Jetzt darf ich nur das Ziel nicht berühren, das ist ja auch witzig. Und? Yes, okay. Great! Haben wir auch dieses Level zu 100% geschafft. Ja, hier kann man sich die Finger verbrennen. Gilt auch für das Zielfass. Äußerst geiler Level, oder? Also diese Welt, die ist so bombastisch geil. Und als nächstes müsste... Ja. Raketenfass Rock kommen. Wahrscheinlich das Level mit dem ersten Tod, oder? Weil wir sind immer noch nicht gestorben. Und so langsam müsste es mal passieren. Loren- und Raketenlevel sind ja immer prädestiniert für Fails. So, und jetzt. Vorhin habe ich schon angesprochen. Sticker Brush Symphony. Wer jetzt den Track anhand des Titels nicht erkannt hat, der erkennt ihn vielleicht anhand der Musik selber. Ihr könnt ja auch mal selber googeln. Sticker Brush Symphony, Smash Bros. Oder sonstige Remixes. Also, muss man kennen, wirklich. Auch als Nicht-DK-Fan. Oh, noch nicht rein, Alter. Ist doch bestimmt noch was. Ja, ein Bonus. Ah, schade, da bricht die Musik ab. Weil das Ding ist nämlich, die Mucke spielt nur, wenn wir uns nicht im Raketenfass befinden. Das ist fast schon ein bisschen schade. Weiß nicht, warum man diese Entscheidung getroffen hat. Vor allem, weil, das kann ich ja schon mal verraten, es wird noch Dornen-Level geben. Und in solchen Leveln spielte die Mucke ja im Original. Was heißt Original? In Donkey Kong Country 2. Allerdings nicht hier in Tropical Freeze. Und das ist eine Sache, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Auch jetzt im zweiten Playthrough nicht. Es ist so ein richtig schöner, ruhiger Remix. Wobei, kann man dazu dann schon Remix? Ja, doch. Eigentlich schon.
Ich will eigentlich gar nicht ins Fass. Zum einen, weil ich keinen Bock aufs Level habe, weil es bestimmt asozial wird. Und zum anderen... Ja. Die schöne Musik. Warte mal, haben wir mit Cranky eigentlich schon mal die Ulti ausgeführt? Dann zeige ich euch die auch mal. Bananenmünzen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, mit wem wir es schon mal gemacht haben. Ob mit Cranky oder mit Didi. Einer fehlt auf jeden Fall noch. Ich denke auf jeden Fall dran, das nächste Mal die Ulti mit Didi auszuführen. Aber jetzt erstmal Concentration auf dieses Raketenfass-Level. Wir brauchen eine gute Leistung. Und auch wenn nicht mehr Sticker Brush Symphony spielt, die Mucke ist trotzdem cool. Wieder schön viel Flöteneinsatz. Aha. Schon 2 von 5, sehr gut. Da ist das... Oh, baden gehen dürfen wir nicht. Ich glaube, das ist ein Instant Death. Da, da, da. Oh, oh, oh. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Ein Hai ist das ja nicht. Mit was ist dieses Ungetüm zu vergleichen? Weiß das einer? Vielleicht irgendein Urzeitfisch? Apropos Fisch. Jetzt wisst ihr, warum Überfischung ein Thema ist. Die Viehkinger... Oh! Alter! Die Viehkinger gönnen sich ein bisschen zu viel Fisch. Ist gesund, ja, aber ich glaube in diesen Maßen... nicht so wirklich. Okay. Bis jetzt sogar gut machbar, finde ich. Klar, ein, zwei Puzzleteile waren fies. Oh, schön. Im Hintergrund, dass man da beobachten kann. Ach was, es gibt den Secret Exit? Oh, den habe ich jetzt verpasst. Schauen wir uns gleich nochmal an. Jetzt greifen die Viecher an. Ich glaube, die springen auch teilweise. Ah, oh, nicht alles eingesammelt. Okay, unten bleiben. Oh, immer noch unten bleiben. Hoch. Und was jetzt? Runter? Alter, wir wurden noch nicht mal getroffen. Wir wurden noch nicht mal getroffen. Mich kriegst du nicht. Yes! Aber warte, wir haben nicht alles. Kommt noch was? Ja, das ist ja cool. Cranky kann unter Wasser mit dem Krückstock zuschlagen. Ist da was drin? Ja! Nice! Jetzt haben wir alles. Boah, also das ist ja... Ich kann es euch nicht verübeln, wenn ihr denkt, ich cheate. Aber es ist wirklich einfach nur Glück. Hier ist der Secret Exit? Oh nee, jetzt sag mir nicht, ich brauche dafür Dixie Kong. Doch. Ja, was haben wir denn hier? Eine Leiche eines Urzeitfisches. Haha. Das gönne ich dem so richtig. Schließlich wollte er mir auch ans Leder. Ja, okay, also schaut so aus, als müsste ich das Level nochmal mit Dixie spielen. Meinetwegen. Ich schneide es euch aber rein, weil wir haben ja nichts verpasst. Euch das Level nochmal zu zeigen, macht keinen Sinn. Deshalb, yeah. Wir sehen uns gleich wieder beim Secret Exit. Aber warte mal, warum hat man den Secret Exit denn schon in der Mitte des Levels gesehen, obwohl der Eingang ganz am Ende ist? Das ist seltsam. So, jetzt mit Dixie Kongs Haarantrieb, ich weiß nicht, können wir gegen die Strömung ankämpfen. Das hätte man auch schon in der ersten Welt bei dem ersten Secret Exit so machen müssen, aber da haben wir Funky Kong gespielt und der kann halt cheaten. Hä? Warte mal. Gibt's in dem Level 2 Secret Exits oder was zur Hölle? Weil wir haben jetzt nicht diesen Mittelteil gesehen, ne? Dang. Tatsächlich. Also es würde hier, glaube ich, auch noch nach rechts weitergehen. Man sieht's ja auch. Da ist so ein kleiner Wegansatz. Muss ich dann da einfach nur reinfliegen oder wie ist es? Bei dem Mittelteil. Das begreife ich jetzt wirklich nicht.
Also ich werde es mal so probieren, weil einen anderen Ansatz habe ich jetzt nicht. Dann nehme ich euch jetzt aber mal mit. Es ist ja nicht so weit. War das nicht alles abgeriegelt, sag mal? Vor allem zwei Secret Exits in einem Level? Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Sowas hat er noch nicht mal Mario gebracht. Ist schon irgendwie seltsam. Ja, aber okay. Okay. Jetzt weiß ich nur nicht genau, wann das kommt. Ungefähr bei der Passage, wo dieses Fischwerfen im Hintergrund stattfindet, zwischen den beiden Pinguinen. Ich glaube, das war jetzt gleich, ne? Jetzt krachen die Mäste da zusammen und dann müsste das kommen. Ich versuche dann gleich mal am Anfang einfach oben reinzufliegen. Vielleicht funktioniert das ja. Ja, er muss ja eigentlich, weil es kann nicht anders funktionieren. Hier. Ah ja, okay, ja, jetzt habe ich es gesehen. Da ist so eine kleine Lücke. Das sieht man auf den ersten Blick nicht. Und tatsächlich, es gibt halt ernsthaft zwei Secret Exits. Hier könnte man wohl wieder raus, wenn man will. Aber nein, wollen wir nicht. Und man braucht auch für den zweiten Secret Exit Dixie. Na, wobei, stimmt nicht. Mit Cranky müsste es auch möglich sein. Nur mit Diddy guckt man in die Röhre. Oh, der arme Diddy. Ja gut, dann haben wir hier jetzt den zweiten Secret Exit und die freie Wahl. Zwischen drei Leveln auf einmal. Oh, aber weißt du was? Ich glaube, ich gehe direkt hier nach rechts, weil ich sehe gerade. Genau, das ist das Dornenlevel, worüber ich gerade eben schon gesprochen habe. Und wo ich nicht nachvollziehen kann, warum man nicht die Sticker Brush Symphony für dieses Level hergenommen hat. Weil in Donkey Kong Country 2 war es doch auch so. Und wenn man schon die Musik nochmal für das Spiel komponiert, wieso zum Teufel nimmt man es dann nicht hierher? Erst recht, weil der Track, den wir jetzt hören werden, der spielt auch noch in anderen Leveln. Also, liebes Retro-Team. Womit wurde diese Entscheidung begründet? Und ich habe auch nichts gegen den Track, der ist auch voll okay. Aber hier hat man halt schon eine gute Möglichkeit für einen Nostalgie-Flash verpasst. Aber es sieht doch so geil aus, ne? Also eigentlich sind die Dornen-Level ja immer die eigentlich jeder gehasst hat. Zu Recht. Aber irgendwie gehören sie auch dazu und sind schon ganz geil. Brauche ich die Münze da oben? Nein. Ja, hätte sein können, dass irgendwas freigeschaltet wird. So, und das ist natürlich ein klassisches Level für Cranky Kong, weil mit seinem Pokostab ist er hier so viel wert wie Gold, ne? Okay. Ja. Läuft. 2 von 7, weiter geht's. Aber das Level habe ich jetzt vom Verlauf her 0,0 im Kopf. Also hier könnte mir jetzt auch ein Fehler passieren. Ich will euch keine Hoffnungen machen, aber mal schauen. Ah, und ich glaube, man kann auch nicht unendlich oft auf diese Piranha-Pflanze springen. Ja, ja, okay. Beim dritten Mal kratzen sie ab. Das sollten wir auch bedenken. Das Ganze ist jetzt übrigens etwas anders aufgebaut als damals. Also das Level ist, zumindest Stand jetzt, nicht wirklich mit denen aus DKC 2 zu vergleichen. Ah, da ist eine Liane. Da ist eine Liane oben. Versteckt. Ja. Oh. Oha. Warte, ist das jetzt ein Bonus? Also, geht es da um Puzzleteil oder ist das der Levelverlauf jetzt? Ich glaube Puzzleteil. Oh, wir haben nicht alle Zeit der Welt. Das ist hier nicht zum Chillen. Warte. Was sind denn das für Viecher da in den Rollkästen? Affen? Ich glaube, irgendwelche Affen waren das, aber ich konnte es nicht wirklich erkennen. Es sieht schon sehr geil aus. Okay, hier wieder Zeug sammeln offensichtlich. Für ein weiteres Puzzleteil machen wir. Einmal hier, einmal da. Oder gibt es kein Puzzleteil für? Verarsche!
Oh, aber da oben ist was. Ja. Eine Bonus. Nein, nicht mein Hassbonus, nicht mein Hassbonus. Nein, 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 nein. Doch. Das ist das Einzige, bei dem ich bis jetzt jedes Mal versagt habe in diesem Let's Play. Vielleicht gelingt es mir ja jetzt einmal beim First Try. Wäre cool. Ich habe extra etwas langsamer gemacht, aber das ist keine gute Idee gewesen. Wobei, jetzt hatte ich auch ein bisschen Glück. Jetzt hatte ich am Ende auch ein bisschen Glück. Dass die eine Bananenstaude, die da so sich herumbewegt hat, noch mitgenommen wurde. Geil! Yeah. Offensichtlich einen guten Tag erwischt heute. Oh, das O stinkt. Also mit Didi wäre es kein Problem, aber mit Cranky? Ich kann ja noch wechseln, ne? Ja, komm, ich mach's auch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mit Cranky machen soll. Sorry, Cranky, my boy. Du warst aber trotzdem eine große Hilfe. Wobei, Moment mal, kann ich überhaupt auf den Gegnern stehen? Wenn ich nicht Cranky habe? Ah, doch. Gut. Ja, war mir nicht sicher. Hätte auch sein können, dass die zubeißen. Die sehen ja schon sehr gefräßig aus. Hä, was ist das für eine Banane da? Soll ich da runterspringen? Also, ich mach's jetzt einfach mal. Okay, puh. 5 von 7. Ist auch ein äußerst kreativer Level, also ich finde ihn geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das über einen Dorn-Level... So, alles klar. Chill mal, Alter. Was machst du hier? Können wir den killen? Oh, tatsächlich. Bam, bam, bam. Down. Kein Puzzleteil für den? Schade. Oh nee, kommt jetzt Fässergeballer. Das wäre nämlich schon etwas typischer für Dornen. Level! Eieiei. Es gibt übrigens auch ein richtig geiles Video auf YouTube von jemandem, der... Scheiße. Die Dornen-Level... Oder ein Dornen-Level... Also eine Demo erstellt hat. Wie ein Donkey Kong Country 2 Remake aussehen könnte, grafisch. Das hat er eben anhand des Dawn-Levels gemacht. Ich glaube auch mit der Sticker-Brush-Symphonie. Also es sieht sehr, sehr geil aus. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist ein vorgerendertes Video. Also es ist nicht Real-Time. Von daher, ja, es bleibt mehr Fantasie und Wunsch als Realität. Trotzdem, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich fand es wirklich atemberaubend. Und auch wenn es nie real sein wird, voraussichtlich, kann man sich ja mal anschauen. Ich werde es euch in die Kommentare und in die Videobeschreibung verlinken, wenn ich es finde. Aber es ist echt richtig geil geworden. Schon ein paar Monate her, glaube ich. Ich hab's auch auf Twitter mal gepostet, aber gut. Man sieht ja nicht alles, ne? Oh, übrigens. Das Fass sollten wir benutzen. Ich glaube, ich nehme auch wieder Cranky. Allein schon, weil man damit auch jedes Mal seine Herzen wieder aufladen kann. Treffer. Ein Puzzleteil fehlt noch, ne? So, hier sind ein paar Sachen, die man nur erreichen kann, wenn man an höchster Stelle steht. Schauen wir mal. Alles schon mitnehmen. Das G sollte jetzt kein Thema sein. Ja. Komm, gib mir das letzte Puzzleteil. Mach jetzt nicht diesen. Wobei ich das Gefühl habe, das letzte ist fies. Oh, nee. Jetzt kommt wieder alles auf Zeit an. Und Timing. Scheiße, das war schlecht. Wir sind durch. Aber... Achso, ich hab das schon alle. Hab ich gar nicht geblickt, Alter. Ja, dann war das heute wieder ein erfolgreicher Part. Ist ja nicht zu glauben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Likes freue ich mich wiederum.
Und ja, dann dürfen wir uns wieder überlegen in der nächsten Folge, womit wir weitermachen. Wir haben die Qual der Wahl. Bis demnächst. Ciao.